Die Breisgau-S-Bahn 2020 ist ein Regionalverkehrsprojekt in der Region Freiburg zur besseren Erschließung der Stadt Freiburg mit dem Umland. Zu diesen gehört neben der Elektrifizierung einiger S-Bahn-Strecken auch die Anschaffung von neuen Fahrzeugen und Taktverbesserung. Was sich hierbei auf der Höllentalbahn und Dreiseenbahn ändert, erfahrt ihr in diesem Video. Wir wünschen viel Spaß! Die bisherige Breisgau-S-Bahn besteht ausschließlich aus den Strecken Freiburg-Breisach sowie Freiburg-Elzach. Diese Strecken werden aktuell noch mit Dieseltriebwagen des Typs Regio Shuttle 1 des Herstellers AdTrans bzw. Stadler gefahren. Die Triebwagen gehören dem Unternehmen Breisgau S-Bahn, welches zur Westdeutschen Landesverkehrsaktiengesellschaft gehört, welche wiederum dem Land Baden-Württemberg gehört. Die Triebwagen werden je nach Tages-, Art- und Uhrzeit in 1- bis 5-fach-Traktion eingesetzt. Inzwischen es im bisherigen Liniennetz, die für eine S-Bahn typische Liniennummern nicht gab, gibt es im neuen Netz ab Dezember 2019 ein neues Liniensystem. Die bisherige vordere Höllentalbahn, welche alle halbe Stunde bis Titisee sowie dann alle Stunde weiter über die Dreiseenbahn nach Seebrugg bzw. nach Neustadt-Schwarzwald verkehrte, wird zukünftig als S-Bahn-Linie S1 bzw. S11 bezeichnet. Die Linie endet zukünftig allerdings nicht in Freiburg, sondern fährt Montag bis Freitag weiter alle halbe Stunde bis Gottenheim, welches sich auf der Breisacher Bahn befindet, wo dann die Triebwagen gekuppelt werden. Ein Triebwagen fährt weiter nach Breisach am Rhein, der andere fährt weiter nach Riegelort sowie alle Stunde weiter bis Endingen im Kaiserstuhl. Auch das Fahrplankonzept auf der Höllentalbahn ändert sich. Die Triebwagen verkehren dort von Montag bis Samstag halbstündlich nach Neustadt. Stündlich wird in Titisee ein Zugteil abgehangen, welcher dann weiter nach Seebrugg über die Dreiseenbahn fährt. Ebenfalls stündlich fährt die Höllentalbahn von Neustadt aus weiter über die neu elektrifizierte hintere Höllentalbahn bis Villingen im Schwarzwald. Sonntagen gibt es einen 20-Minuten-Takt bis Titisee, von dem zwei von drei stündlich verkehrenden Zügen weiter nach Seebrugg verkehren. Damit gibt es sonntags auf der Dreiseenbahn einen 20-40-Minuten-Takt. Neben der S-Bahn-Linie S1 und S11 gibt es auch noch die Linie S12, welche von Freiburg nach Kirchzarten verkehrt und den Takt auf dieser Strecke verdichtet. Auf der S-Bahn-Linie S2 von Freiburg nach Elzach ändert sich außer dem Namen nicht viel. Nur verkehrt der 30-Minuten-Takt nun bis Bleibach statt Waldkirch und es fahren neue Elektrotriebwagen des Typ Talent 3 der Südwestdeutschen Verkehrsaktiengesellschaft. Daneben gibt es noch die S-Bahn-Linie S4, welche von Basel über Freiburg und Emmendingen nach Offenburg stündlich verkehrt, sowie die S-Bahn-Linie S41, welche von Mulhouse in Frankreich über Mülheim und Freiburg nach Emmendingen im Stundentakt verkehrt. Außerdem gibt es noch die neue S-Bahn-Linie S5 von Riegel-Malterdingen über Riegel-Ort und Endingen nach Breisach.
Diese soll immer dann verkehren, wenn die S-Bahnlinie S1 nur bis Riegel-Ort und nicht bis Endingen verkehrt. Um dieses neue ausgeweitete S-Bahn-Konzept umsetzen zu können, wurde die hintere Höllentalbahn, die Breisacher Bahn, die Kaiserstuhlbahn, die Elbstalbahn sowie im Jahr 2013 die Münstertalbahn elektrifiziert. Inzwischen auf der Ost-West-Verbindung, also den Linien S1, S11 und S12, die DB Regio AG mit Fahrzeugen des Typs Alstom Coradia Continental, auch Baureihe 1440 genannt, die Ausschreibung gewonnen hat, gingen die Linien S2, S3 und S5 an die Südwestdeutsche Verkehrsaktiengesellschaft mit Triebwagen des Typs Bombardier Talent 3. Die S-Bahn-Linien S4 und S41 gingen mit Fahrzeugen des Typs die Siemens, die Siro HC und die Siro Miro ebenfalls an die DB Regio AG. Dieser Vertrag startet allerdings erst im Juni 2020. Mit der Privatbahn Flex im Saarland ist die SWEG damit Erstbenutzer des neuen Talent 3 von Bombardier. Die neuen Triebwagen des Typs Alstom Coradia Continental, wie sie auf der Linie S1, S11 und S12 der DB Regio eingesetzt werden, werden auch bisher schon bei verschiedenen privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie auch der DB selbst in Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Die Aufnahmen von diesen Triebwagen, die ihr aktuell seht, sind im Rahmen von Probefahrten mit Fahrgästen entstanden. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Kurzdoku gefallen hat und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, euer Team Regionalzugverband.